Ja, jetzt haben wir fast ein Jubiläum. Die 34. von 34 Folgen. Und ihr habt tapfer durchgehalten. Respekt. Ich denke, dass jetzt das Lesen dieser 34. Folge euch viel leichter fällt, als damals bei der ersten Folge euch das vorgekommen ist. Ich denke, es fühlt sich jetzt leichter an. Und auch das sage ich euch jetzt schon. Ich freue mich so sehr über Rückmeldungen und der Wampi ganz bestimmt auch. Und wenn ich was von euch höre oder was zu sehen kriege oder eben auch zu hören kriege, wie ihr lest oder berichte, wie es geklappt hat und ob es was gebracht hat, dann verspreche ich, dass ich jedem Kind antworten werde. Und der Wampi auch. So, seid ihr soweit? Also Folge 34. Jetzt erkannte Wampi Schnütchen. Meine Eltern haben mir nicht erlaubt, mitzukommen, flüsterte sie ihm ins Ohr. Die hatten Angst, dass mir auch noch was passiert. Ich habe die ganze Zeit hier draußen gewartet und gebibbert, dass ihr es rechtzeitig schafft. Dann fügte sie noch leiser hinzu: Übrigens habe ich außer Beisers Papa und deiner Mama nur meinen Eltern Bescheid gesagt. Braucht doch keiner zu wissen, was euch passiert ist. Sie wandte sich um und umarmte ihre Eltern. Der Hausmeister, der Beiser nun endlich Huckepack nehmen konnte, reichte Schnütchen, ihren Eltern und Mama die Hand und bedankte sich. Dann wandte er sich Wampi zu. Wer diese glorreiche Idee hatte, kann ich mir denken, sagte er und verdrehte die Augen in Richtung Beiser. Ein ganz besonderer Dank an dich, Wampi, dass du meinen Sohn nicht im Stich gelassen hast. Dabei hielt er Wampi die Hand mit den Gruselfingern entgegen. Ohne zu zögern schlug Wampi ein. Im nächsten Moment flog der Hausmeister mit Beißer auf dem Rücken los. Die beiden waren noch nicht weit gekommen, da wendete Beißers Vater plötzlich und landete neben Wampi und Schnütchen. Ich möchte mich auch bedanken, stieß Beißer hervor und sah Wampi an. Und bei dir, fügte er in Schnütchens Richtung hinzu. Ehe Wampi und Schnütchen reagieren konnten, hob der Hausmeister erneut ab und verschwand mit seinem Sohn in der Dunkelheit. Wampi sah, dass Mama etwas sagen wollte. Eigentlich sollte ich dir die Leviten lesen, zischte sie endlich und schluckte. Aber ich bin einfach nur froh, dass euer Abenteuer gut ausgegangen ist. Ich hoffe, es war dir eine Lehre. Man muss nicht jeden Mist mitmachen. Wampi nickte. Da stand Schnütchen neben ihnen. Darf ich Wampi morgen besuchen kommen? Fragte sie und sah Mama an, als habe es nie ein gefährliches Höhlenabenteuer gegeben. Ängstlich beobachtete Wampi Mamas Gesichtsausdruck. Würde sie gleich wütend werden und Schnütchen anschnauzen oder ihm Hausarrest in seiner Gruft verpassen? Doch Mama nickte. Wenn du nicht gewesen wärst, sagte sie in Schnütchens Richtung, wüsste ich jetzt noch nicht, wo mein Kind steckt. Überrascht riss Wampi die Augen auf. Wenn Wampi ordentlicher mit seinem Bonbonpapier gewesen wäre, erwiderte Schnütchen grinsend, hätte ich die beiden nie gefunden. Manchmal ist es wohl doch nicht so schlecht, ein Schlampi zu sein. Wampi sah, wie auch Mama grinsen musste. Dann fiel ihm etwas ein. Wir könnten morgen ja auch bei Beißer vorbeifliegen, sagte er, und schauen, wie es ihm geht. Weder Mama
noch Schnütchen widersprachen. Und Wampi fühlte sich so gut wie schon lange nicht mehr. Ende von Folge 34, Ende des Buches. Vielleicht magst du auch noch die letzte Rückseite anschauen und dir ein bisschen was raussuchen, was du bearbeiten möchtest. Vielleicht magst du ein Abschlussbild zeichnen. Vielleicht auch magst du jetzt das tun, was der Wampi am Anfang vorgeschlagen hat. Nochmal das erst irgendein erstes Stück lesen und schauen, ob du jetzt schon schneller liest und ob es dir vor allen Dingen mehr Freude macht, weil es dir leichter fällt. Das wäre toll. Auch dafür interessieren wir uns sehr. Also wenn du da was zurückmelden möchtest mit Hilfe deiner Eltern, das wäre einfach wunderbar. Und jetzt kann ich nur sagen, Respekt. Und auch der Wampi sagt dir das nochmal. Schau, wie er mit dem Kopf wackelt vor Ehrfurcht. Er will dir sagen, das hast du großartig gemacht. 34 Folgen gelesen. Ja, und jetzt sagen wir beide erstmal tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Aber vielleicht sehen wir uns nochmal. Das wäre toll.